Breaking News. Brilliant play there, actually. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Gilliffy. Oh no, Gilliffy, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schocks, hier mit meiner Freundin. Hi. Das Hallo sagen, genau. Und bei uns ist es überkalt, hat gestern geschneit. Ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut überstanden. Heute mit dem ersten Video nach Weihnachten wieder. Und wer es gestern Abend mitbekommen haben sollte, wir haben es auch schon auf Facebook und so weiter gepostet. Der erste europäische Spieler ist nach Amerika gereist, um dort für ein MLG-Team zu spielen. Die Rede ist von Epsilon Swanee. Kennen einige von euch vielleicht, gegen die haben wir schon öfter gespielt. Das letzte Mal auf der ESWC 2014 gegen Epsilon, wo er ziemlich gut in uns reingegangen ist. Sehr, sehr guter Spieler, er hat es eigentlich echt verdient, meiner Meinung nach, jetzt für ein amerikanisches Team zu spielen. Er spielt jetzt für Optic Nation, also für Optic Gaming. Für Optic Nation, ich packe euch unten noch in die Beschreibung den Link mit rein, da seht ihr das Bild. Wo er mit Nature und Hex im Auto sitzt und er spielt jetzt im Team mit Tipi, mit Karma, also mit zwei, sag ich mal, Ghost-Weltmeistern und wer ist auf der vierte, genau, Proofy und Air, also Tipi, Karma, Proofy und Air sind das neue Optic Nation Team und ja, nähere Infos kriegt ihr dann die Tage, bis dann.